Genau, schlag die Tür ein und dann macht die Helden da drin platt. So, nimmst gleich das Gebiet ein. Also so schnell wie möglich die. Oh, das fällt mir gerade erst jetzt auf. Also die Jungfrau, die Stufe 4 erreicht haben, können Blitze schleudern. Das habe ich auch ganz vergessen. Ah, super. Teufler, los. Ja, legt euch mit beiden Teuflern an. So, dann glaubt der Heldenraub als erstes dran. Warum liegt in meiner Schatten, in meiner Gefängnis so viel Gold? Eure Geschöpfe kommen nicht zum Kerker. Ja, wahrscheinlich, weil ihnen Helden im Weg sind. Ihr habt eine gegnerische Schatzkammer. Ja, sehr gut. Die Schatzkammer ist so. Oh, die Tür ist ja schon kaputt. Was ist das? Bringt alle Geschöpfe eine Stufe höher, das benutzen wir gleich mal. Euer Erfahrungen gemacht. Euer Zauberspruch Imp erschaffen wurde verbessert. Hol mal die Trolle hier ab. Ihr habt noch 30 Minuten Zeit. Ja, 30 Minuten, die reichen. Okay, mehr Gold. Dann kann ich ja jetzt die Folterkammer ganz groß machen, wie ich sie wollte. So. Wir haben elektrische Stühle und die Jungfrauen foltern sich gleich damit. Nein, da gucke ich nicht dabei zu. Was fehlt uns jetzt eigentlich noch? Nur noch ein Casino eigentlich. Na, da drüben haben wir auch jetzt das Heldentor erreicht. Hier oben sollte ein Imp mithelfen. Von beiden Seiten geht das schneller, glaube ich. Kann ich ja hier mal freundlich anklopfen gehen. Die Goldadern sind auch schon fast ausgegraben. Beziehungsweise, ah ja, die hier oben ist ausgegraben. Hier ist theoretisch Platz für eine kleine Schatzkammer, weil das in der Nähe auch des Edelsteins ist. Da müssen meine Imps wenigstens nicht so weit laufen. Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. So, sehr schön. Ein. Na, ist weg. Bleiben noch drei Stück. Wenn ich das richtig sehe, also hier unten müsste noch einer sein. Zudem arbeite ich mich als nächstes vor. Dann sobald ich alle Räume zerstört habe. Werde ich erstmal genervt. Okay, die eisernen Jungfrauen sind nicht besonders sparsam mit ihren Blitzen. Euer Zauberspruch Donnerschlag wurde verbessert. Okay, hier unten sind sie auch im Kampf. Ja, macht gleich die Tür kaputt, das ist gut. Dann kümmert euch um die Elfe. Seine Jungfrau wurde unglücklich, weil sie nichts zu essen hat. Dann helfen wir da mal nach. Geh essen. Gut. Und ihr nehmt mir das Gebiet da ein. Ist hier genug Platz für ein Casino? Mal überlegen, wie viel Platz habe ich hier. Ja, hier dürfte genug Platz für ein Casino sein. Hier marschieren wir schon wieder Helden in den Dungeon. Direkt zu meiner Hühnerfarm. Eure Folterkammer wird angegriffen. Was? Ich demoliere meine Folterkammer, das kann ich nicht zulassen.
Die war teuer. Ihr habt eine gegnerische Schatzkammer erobert. Die Heilung, die behalte ich mal. So, und jetzt gleich die Folterkammer wieder herrichten. So. Blöde Kerle. Und die Jungfrau foltert sich wieder selber. Hier sollte einer mithelfen. Da haben wir schon mal das zweite Heldentor ausgeschaltet. Dann können meine Skelette und meine Jungfrau mal die Tür hier aufklopfen. Mal gucken, was da drin ist. Beziehungsweise, ich gehe mal davon aus, dass da hinten schon wieder ein Heldenportal ist. Ist auch eins. Und eine gegnerische Kanone, okay. Ja, arbeitslose Imps. Können gerade nichts machen. Also bis jetzt sieht es ziemlich gut aus. Euer Zauberspruch Symbiose wurde verbessert. Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. Sehr schön. Die Gegner können in meiner Folterkammer ruhig sterben. Weil der Mission, glaube ich, habe ich nicht so wirklich die Zeit, sie zu bekehren. Deswegen lass sie ruhig im Kerker sterben. Die Folterkammer habe ich jetzt hauptsächlich wegen den eisernen Jungfrauen gebaut. Das ist auch lustig. Die sterben hier und das Gold landet in der Schatzkammer und gehört dann automatisch, nachdem der Imps erobert hat, mir. Okay, jetzt da ist ein Zauber, um die Stimmung meiner Geschöpfe zu heben. Das ist gut, dass ich den habe, obwohl so wie es bis jetzt aussieht, scheint es gut zu laufen. Rahmen wir mal das restliche Gold hier ein bisschen aus. Beziehungsweise das klingt so, als ob sich einer zu mir gräbt. Mal abwarten. Euer Zauberspruch heilen wurde verbessert. Ich habe noch nie richtig geblickt, was es eigentlich bringt, die Zaubersprüche zu verbessern. Das musste ich mal nachlesen. Okay. Skelette. Da drauf einprügeln. So. Dann habe ich da verletzte Skelette gesehen, die eine Heilung brauchen. So. Gut. Man ist in euren Dungeon eingedrungen. Wo? Ah, habe ich doch richtig gehört, dass hier einer gräbt. Na, das kann ich jetzt gerade noch gebrauchen. Jetzt kommen sie nämlich, so wie es aussieht, einfach mal willkürlich von da oben. Meine Teufel furzen, wenn ich sie absetze. Los, steht auf und verprügelt den Zwerg. So, der hat sich selber sein Grab geschaufelt, indem er in die Sackgasse da gerannt ist. Es ist Zaltan. So.
habt einen gegnerischen Raum erobert. So, das war dann wohl der letzte gegnerische Raum. Man mobilisiert Truppen gegen euch, Keeper. Also beeilt euch. Jetzt mobilisieren sie Truppen gegen mich. Das ist auch nicht so gut. Ja, sie schicken was. Ich hab's gerade gesehen. Da ist was in meine Richtung gelaufen. Dann können meine Magier hier was machen gegen die Elfen. Der einzige Elf, der wirklich ernst zu nehmen ist, ist der Level 6 Elf. Und der Level 5 Magier, der da noch dahinter kommt. Den Platz fürs Casino habe ich ausgegraben. Wo ist es denn? So. Jawohl, ist groß genug geworden. Okay, mal gucken, was habe ich jetzt an. Ah ja, ich habe das... den Raum erobert, dann können da die Skelette jetzt auch die letzte Tür einschlagen. Dann habe ich wenigstens mal, glaube ich, aus den Richtungen überall Ruhe. Ach, du hast den Fehler gemacht, auf mein Gebiet zu treten, dann wirst du jetzt totgesetzt. So. Eure Geschöpfe sind zufrieden mit euch als ihren Herrn. Das hört man gerne. Ihr habt noch 20 Minuten Zeit. Oh, da ist tatsächlich noch ein Portal. Dann war es gut, dass ich meine Schlafkammer nochmal ausgebaut habe. Wie viel Lebens habe ich noch? Ich habe noch alle 12. Sehr gut. Vergesst nicht euren Auftrag, Keeper. Ihr braucht den Juwel. Und der liegt nicht bei den sylvanischen Elfen herum, sondern in Asmodius Dungeonherz. Das ist euer Ziel. Auch wenn andere Gegner euch ablenken wollen, konzentriert euch auf diese Aufgabe. Ja, der Zauberspruch Böser Blick wurde verbessert. Ja, natürlich konzentrieren wir uns auf Asmodius Dungeon und nicht auf die sylvanischen Elfen. Aber die sind uns trotzdem ein bisschen im Weg, deswegen... sind wir jetzt mal so frech und bauen eine n-lange Brücke hier zu ihren Querbrücken, weil wir müssen eine von denen einnehmen, dass wir von da aus dann weiter Brücken bauen können, um sie so zu entgehen. So, jetzt können sich mal unsere Trolle nützlich machen. Wir brauchen erstmal verstärkte Türen. Zusammenrufen wurde verbessert. Dann können ein paar Stachelfallen einen gegnerischen Raum erobern. Nicht schaden. Die Stachelfalle ist hinterhältig, einfach und tödlich. Ein Metallstachel schießt aus der Erde und spießt den Gegner auf. Die Zeit läuft aus, ihr müsst bald zuschlagen. So, werden wir ja auch. Die gegnerischen Räume haben wir alle soweit gesäubert. Wow, haben wir jetzt schon viele Teufler. Und wenn ich das richtig sehe, haben wir die gegnerischen Elfen von ihren Wachräumen weggelockt.